Liebe Freunde, willkommen zurück zu Need for Speed Payback. Weiter geht's hier mit dem Let's Play und wir machen weiter die Drift-Events fertig. Ich bin schon mal hier weiter hingefahren. Ich glaube, ja, letztes Mal waren wir halt hier. Haben halt da das letzte Event beendet und hab hier auch nochmal währenddessen eine schöne Tankstelle gefunden und vier Events müssen wir noch fahren. Dann haben wir nämlich den Kollegen da fertig gemacht. Ja, komm, ich probiere es mal. Ist das dein Plan, mich mit Matrix-Zitaten zermürben? Ja, okay, ein paar Sprüche sind ganz cool. Ein paar Sachen haben sie wirklich ganz cool in dem Spiel eingebaut. So, ich habe das Spiel jetzt auch mal von der Grafikqualität auf automatisch gestellt. Ich hoffe, dass da der PC da ein bisschen besser mit klarkommt. Ja. Haben unsere Wette schon mal abgeschlossen. Ja, was wir nach den Drift-Events auch noch übrig haben, sind ja zum einen wie heißen sie? Also auf jeden Fall die Drag-Events und die Runner-Events. Denk mal, zur Abwechslung würde ich dann gerne mal mit den Runner-Events weitermachen. Das ist meine Stadt, Baby. Lol, ich fast den Pokerchip gekriegt, so eine Kacke. Hier mal wieder raufdriften oder was, ne? Eigentlich eine nette Idee. Ich versuche mal ein bisschen Gas zu geben gleichzeitig. Weil die Punkte haben wir schon locker erreicht. Also driften ist halt wirklich nicht schwer in dem Spiel. Ich meine, okay, ich spiele auf Mittel. Das hat zur Sicherheit auf die Schwierigkeit gestellt, damit ich halt jetzt nicht irgendwie nicht noch zu viele Probleme kriege. Ja, was wir uns übrigens auch noch angucken müssen, ist das, was hier die ganze Zeit der Ref für uns hat. Weil das hat mich ja schon mal so ein bisschen gestört, dass ich da halt nicht weiß, was ich da machen muss. Ich habe gewonnen. Sogar 450 Meter, ey. Steuergerät. Die Sache ist halt, die hat der Wagen überhaupt ein Steuergerät? So. Irgendwas wollte ich jetzt gerade gemacht haben. Hey, Mackie, mein Freund. Du hast bei Shift-Lock abgeräumt. Gut, gut, gut. Marcus Weir, der Gambler? Setzt du etwa auf mich? Klar. Und ich gewinne. Glaub nicht, dass das Shift-Lock gefällt. Also, warte mal. Events, Aktivitäten. Also, ich gucke jetzt gerade mal hier, wie der Dings mir das hier, der Ref, das mitteilen will, aber jetzt mal ohne Scheiß. Deine erste Lieferung. Sie können von Individualisierungen über Teile-Token bis hin zu Geld alles enthalten. Viel Glück, Racer. What the fuck?
Okay. Ja, da müssen wir nachher mal gucken. Dann fahren wir mal hier direkt das nächste Event. Also ich habe keine Ahnung, wie ich das für den abholen soll. So, nächstes Event. Meter. Boah, ganz ehrlich, das lasse ich mal weg. Trainier weiter, Mac. Übertriff uns. Dann wird sich deine Rolle bei Shift Block zeigen. Das sagst du ständig, aber alles, was ich sehe, ist ein Haufen driftender Kids. Brich ihn nicht ab, Mac. Ja. Man merkt, hier ist keiner im Weg. Jetzt habe ich wohl gerade meinen Multiplikator verloren. Ja, schon wieder easy gewonnen sozusagen. Die Drift-Events, die sind, ich mache halt wirklich mit links. Das ist echt kein Thema, ey. Easy Game? So, zwei Events fehlen noch. Und die werde ich dann jetzt hier auch noch auf jeden Fall fahren. County in den Arsch. Verstehe. Vielleicht sehen wir uns wieder. Okay. Ich muss mal gucken, dass ich den dazu demnächst irgendwann mal ein bisschen aufhübsche, weil der ist jetzt nicht in so einem tollen Zustand. Nein! So, das ist dann das vorletzte Event. Ja, das sollte ich hinkriegen. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich die 210 km/h überhaupt erreichen könnte. Ja, Mac!
zusammen, Mac. An mich kommt keiner ran. Na, wird schwieriger als gedacht, leider. Diese Kurven haben Angst vor mir. Ich muss Rap nächstes Mal einen Kuss geben. Seine Tipps sind spitze. So, habe ich so gerade eben noch geschafft, ey. Im Sprung habe ich sogar noch beschleunigt. Cool, oder? Ich bin froh, dass wir weiter da lang fahren, weil ich hätte mir keine Lust gehabt, jetzt wieder nach oben zu driften. So. Ja, ich glaube, hier hätten wir auch nochmal die Chance gehabt, die 210 km/h zu erreichen. Egal, wir haben die Punkte. So. Der König ist hier, Baby. Ah, 219 hatte ich sogar drauf. So. Okay, was passiert jetzt? Schließe das Event innerhalb von 1 Minute 35 Sekunden ab und übertrifft die Punktzahl. Probieren wir mal. Ich habe recherchiert. Deine Story ist stimmig. Besteh diesen Test, dann reden wir. All your bases are belong to me. Bitte nicht. Müssen wir natürlich gucken, dass wir ein bisschen voran machen. Ganz genau. Kann auch sein, dass der dazu ein bisschen zu langsam dafür ist, für die Wette. Bleib konzentriert, Mike, du rockst das. Ah, du wirst das schon lange am Rocken, aber ich will meine Wette gewinnen. Jawohl. Sehr gut, Soldat. Das genügt vorerst. Neuer Rekord. Ja, hat gut gepasst. Dadurch kriegen wir einfach nochmal mehr Geld. So, nehmen wir mal die linke Speedkarte. Ja. Okay. War das ein Doppel-Event oder was? Ich habe deine Files geknackt, aber außer einer Jugendstrafe und einem kurzen Knastaufenthalt nichts gefunden. Du erhältst Freigabe zu Shiftlock. Du hast mich gehackt? Ich musste sicher gehen, dass du kein Spitzel bist. Ein Spitzel? Mann, du musst dringend mal chillen. Später vielleicht. Jetzt müssen wir erstmal in die Stadt zurück. Nächstes Mal führen wir Krieg. Hey, diese Files, war darunter auch mein Browserverlauf? Oh Mann. Ah, nee.
So, fahren wir da auch mal hin. Dann würde ich sagen, war nicht schon gut vorangeschritten. So, letztes Event der Shift-Log-Questreihe. Willkommen zur Operation Golden Apple, Soldat. Heute versetzen wir dem Haus einen empfindlichen Schlag. Das Haus stellt neues Überwachungsequipment in der Stadt auf. Deine Mission? Zerstöre es, bevor es online geht. Das erfordert Schnelligkeit und extreme Präzision. Sekunde, du willst, dass ich drifte und Sachen zerstöre? Das ist mein Auftrag? Klingt interessant. Triff während des Driftens Multiplikator-Bonusobjekte, um deinen Multiplikator schnell zu maximieren. Ja, das kam ja noch dazu. Das habe ich schon mal nicht erwischt. Leider habe ich den einen halt weggelassen oder noch nicht erwischt. Der ist fies gesetzt, der Multiplikator. So. Oh, Polizei. Erreiche den Fluchtpunkt, okay. Gerade immer noch so in diesem Drift-Hype drin, ne? Okay, Mac, denk nach. Was würde Jess tun? Die Cops fertig machen und cool bleiben, bis sie einen Ausweg hat. Hey!
Ja, kam ich jetzt nicht so gut durch die Kurve. Ich kann nichts sagen, aber so leicht werde ich die Cops jetzt auch nicht los. Ich hab die doch mal abgehangen. Ich hätte echt nicht mit gerechnet. So, entkommen. Haben wir das auf jeden Fall auch geschafft. So. Haben wir das auch fertig. Naja, Wagen beim Händler freigeschaltet. R350Z habe ich ja schon. R34. Oh, 993 Porsche. Schön. Schönes Auto. Ach ja, Wrackhinweise gibt es ja wieder. So, ja, haben wir das erstmal fertig gemacht. Ich würde sagen, nächste Folge können wir ja mal wieder nach einem Wrack suchen. Hätte ich zumindest auf jeden Fall Bock drauf. Und ja, Leute, das war es erstmal wieder mit diesem Teil von Need for Speed Payback. Nächstes Mal machen wir dann weiter. Und ja, da gucken wir dann ja bei den nächsten Rennen vorbei, beziehungsweise bei den Runner-Missionen würde ich auch gerne nochmal vorbeischauen. Und ja, das ist soweit dann die Idee, die ich dann für nächste Folge habe. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war es erstmal. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.